durchgeatmet hat, zum Interview hat. Schauen wir uns vielleicht erst noch Jan Chelesny. Warte mal, das ist sofort drauf. Aufgezeichneter Wurf. Oh, den hat er gerade noch soeben retten können. Und er hat ein riesiges Glück gehabt, denn es war sein weitester und sogar der weiteste der gesamten Konkurrenz. So ist das. Die ganze Zeit dümpelte er im Mittelfeld und nun warf er 82,84 Meter, setzt sich damit an die Spitze der Schwerwurfkonkurrenz bei den Männern. Zaitsev ist Zweiter und Peter Blank ist Dritter mit nach wie vor 82,42 Meter. Der Ex-Weltrekordhalter in Führung. Und es sind noch, ja, 1, 2, 3 Versuche stehen noch aus. Er könnte noch von Zaitsev verdrängt werden. Wir werden das beobachten. Bitte Wolf-Dieter Poschmann und Uta Pippich. So, jetzt haben wir noch einmal Jan Chelesny. Nein, das ist der... das müsste Jan Chelesny sein. Da oben ist noch jemand anders angezeigt. Also, Jan Chelesny, unser Hauptdarsteller, kann man sagen. Wir haben ihn x-fach gesehen, mit gültigen, mit ungültigen Versuchen, auch mit seinem weitesten von 82,84 Meter. Aber Peter Blank, das darf ich nochmal erwähnen, hat sich hier prächtig geschlagen. Platz 3 und daran wird sich nichts mehr ändern, denn Jan Chelesny beschließt jetzt die Gesamtkonkurrenz mit diesem seinem letzten und sechsten Versuch. Schade, dass wir Peter Blank kein einziges Mal gesehen haben, aber meine Damen und Herren, ich bitte auch zu berücksichtigen, dass unsere Regie natürlich Rücksicht zu nehmen hat auf Europa insgesamt und Jan Chelesny geht locker über die Abwurfmarke hinaus. Ungültiger Versuch, hat 3 ungültige, 3 gültige und nur einen über 80 Meter und das war der mit 82,84 Meter. Was soll's, auch sparsam kann man gewinnen. Ebenso wie Tessa Sanderson, die ja den einzigen Versuch über 65 Meter hatte und gewann. Nach 9 Disziplinen habe ich... I'll be back.